Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empires and Tribes hier in unserer zweiten Staffel bereits mit der Fortsetzung. Nee, andersrum, mit der Fortsetzung bereits mit der 48. Folge. Ach ey. Es ist immer noch der Bug vorhanden, wie ich gerade merke, dass wenn man das Spiel pausiert, dass dann Leute ihren Weg zur Arbeit nicht finden. Steinbruch, Holzfäller, Jagdhütte. Okay. Ups, jetzt habe ich die Meldung vom Pfaffen weggedrückt. Pfaffe. Rennst du gerade hier irgendwo rum? Ja, hier drüben ist er. In der Kirche. Kapelle. Was hast du denn? Wie ich gehört habe, wollt ihr in der nächsten Stadtratssitzung über die Hexenverfolgung abstimmen? Nein, möchte ich nicht. So. Jetzt bin ich gespannt. Ist er jetzt bockig auf mich oder nicht? Nö. Ist ein positives Ereignis, bringt nochmal einen Bonus. Herrlich. Negative Ereignisse inaktiv. Oh, schön. Und guck mal in der Schau, hier 17 Leute nur noch. Es waren vorher 23 Leute. Wir sind jetzt bei einem Zufriedenheitsfaktor von 62,4. Es war vorher bei 48, irgendwas. Ich glaube auch 0,6. Der Trend geht immer weiter in Richtung nach oben. Denn Steuern und Arbeit ist wirklich positiv. Gesetzgebung auch. Das bleibt jetzt bitte alles so, wie es ist. So. Das wäre natürlich super, wenn die jetzt richtig schon happy sind. Jetzt frage ich mich aber, wenn die ihren Weg zur Arbeit nicht gefunden haben, wie finde ich euch am schnellsten wieder? Seid ihr zu Hause, wenn ihr nichts zu tun habt, oder rennt ihr über den Marktplatz? Und dann würde ich euch jetzt vernünftig zuteilen wollen, dass ihr da auch glücklicher seid. Ah! Du da. Du bist eine freie Arbeiterin. Du suchst was im Handwerk. Schmiede, Bäcker, Tischler. Warte mal, ich komme gleich nochmal auf dich zu. Ich muss mich jetzt nochmal gucken, wo jetzt nochmal die Leute gefehlt haben. Ich habe schon wieder vergessen. Holzfäller. Steinbruch. Jäger. Holzfäller, Steinbruch, Jäger. Handwerk ist Bäckerei, Schmiede, Tischler. Das sind alles schon die größeren Sachen. Gebäudebau. Tut mir leid, mein Lieber, aber du wirst... Was wirst du eigentlich? Was machen wir aus dir? Steinmetz. Ja, komm. Zack. Das heißt, zweimal Jäger und einmal Holzfäller fehlt dir jetzt noch, ne? Ey, komm her hier. So, du hast Interesse am Bergbau und Forstwesen. Dann werden wir dich zum Holzfäller schicken. Da. Zack. Zack. Jetzt brauchen wir noch zwei Leute, die Jäger sein möchten. Ach, du bist ein Ratsmitglied. Dich könnten wir bestechen, theoretisch. Gerlinde, du hast nichts zu tun. Landwirt, Jäger, passt. Super. Hier, bitteschön. Viel Spaß mit deinem neuen Job. Möchte noch jemand? Wer hat noch nichts zu tun? Hallo? Sie da, junge Dame. Wollen Sie zufälligerweise jeden Tag Tiere ausnehmen und töten? Sieht nicht so aus, ne? Ist mir jetzt aber egal. Wir brauchen dich da erstmal an Ort und Stelle. Wir können ja auch nicht einfach die ganzen Leute hier mal durchfüttern, ohne dass sie arbeiten. So, eigentlich hatte ich vor, das jetzt hier zwischen den Folgen zu machen, aber ich habe gesehen, es ist schon wieder verdammt spät geworden. Hab mich bis eben noch was anderes aufgenommen, vorproduziert. Also, bis zur gestrigen Folge, meine ich. Bevor ich die angefangen habe aufzunehmen. Das ist schön, wenn man hier aus Fenster gucken kann. So. Es kann natürlich sein, dass jetzt die neuen Einwohner, die jetzt durch diese drei Häuser dazukommen, dass die schon wieder besser geeignet sind in den Berufen, die wir jetzt gerade erstmal wieder notdürftig besetzt haben, sodass man dann so einen stetigen Wechsel drin hat. Aber wie ich sehe, Holz geht auch ziemlich rapide wieder runter. Wieder einmal. Eine Sache wollte ich noch gucken, jetzt sind wir wieder bei 18 gelandet. Ja klar, weil ich jetzt wieder zwei Leute dahin geschickt habe, wo sie eigentlich nicht arbeiten wollen. Ist natürlich nicht so toll. Hier ist der Trend bei 0,01. Das ist nicht gut, ist dies. 13 glückliche Leute, 18 unglückliche. Dann müssen wir nochmal was machen. Aber erstmal bauen wir hier weiter aus. Ist ein bisschen schade, dass man das immer nur manuell zusteuern kann, dass da nicht irgendwie gesagt werden kann, ja, Ratsmitglied so und so, was hältst du davon, wenn du mir mal hilfst, die Stadt zu verwalten? Du könntest ja auch gerne mal dir mal ein bisschen so die Sorgen der Arbeiter anhören und mal gucken, wo die denn lieber arbeiten wollen. Mal gucken, ob das irgendwie passt. Toleranzgrenze so und so viel Prozent oder so.
Das wäre natürlich super, finde ich. Ah, jetzt schießt die Nahrung wieder hoch. Jetzt ist wieder Mehl da gewesen. Bei mir geht es ja jetzt natürlich erstmal darum, dass wir die nächsten Produkte in Auftrag geben wollen, dass die gebaut werden können, produziert werden können, so rum. Ach so, ja, klar. Die sind jetzt automatisch zugewiesen, die anderen. Alles klar. Das hier muss ich erstmal noch auffüllen. Ist das jetzt schon aufgefüllt? Oh, Entschuldigung. Ist schon aufgefüllt und dann können wir auch gleich einen Ausbau in Auftrag geben. Und hier die anderen drei reinstopfen. So. Sind hier drei gelandet? Ja, wunderbar. Da haben wir gleich nochmal drei. Die wiederum können sich dann erstmal um den Brunnenausbau kümmern. Und diese drei, die dann jetzt da gerade beschäftigt sind, werden sich dann auch entweder um den Brunnen kümmern oder dabei helfen, die nächsten Häuser auszubauen, aufzuwerten. Ist jetzt natürlich noch viel per Hand geklöppel. Aber ich denke, danach könnten wir theoretisch alles bauen lassen. Obwohl, vielleicht nochmal drei Häuser. Ich weiß noch nicht ganz genau. Aber das wird immer Bauarbeiter zur Verfügung haben, wenn die halt nichts anderes machen wollen, außer Gebäude bauen, ne? So. Zack, zack, zack. Mal wieder drei zur Verfügung. Kann ich jetzt hier schon. Jawohl! Es läuft ja wie am Schnürchen jetzt hier. Könnte ich theoretisch könnte ich jetzt schon aufhören. Und erstmal Holz kaufen. Ach nee, halt, Moment. Eine Sache haben wir natürlich noch vergessen. Eventuell hat es mir auch schon jemand in die Kommentare jetzt geschrieben mittlerweile. Wir haben ja hier den Speicher gebaut, wir haben Getreidefarm, Mühle und so weiter und so fort, aber die Zuweisung haben wir nicht gemacht. Der rennt jetzt hier durchs ganze Dorf. So. Zack, zack, zack. Nichts anderes sollst du machen. Herzlichen Dank. Ja, dann brauchen wir immer noch Holz. Ah, guck mal hier, wie das läuft. Hier geben sie sich gegenseitig noch die Ghetto-Faust, wenn sie aneinander vorbeilaufen. Check in, Bro. Ah, okay, dann nicht. Check in, Bro. Ach, Mann. Und cooles Volk aus dem 13. Jahrhundert. Gut. Wir brauchen Holz. Holz, 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 Holz. Oh, guck mal hier, 0,158. Das ist doch schön. Holz, Holz. 15 sind gelagert. Nee, Quatsch, sind es nicht. 81 Tonnen. Und hier nochmal 98. Wir könnten davon eigentlich auch was verkaufen. Wer bietet denn die besseren Preise? Eigentlich keiner. Gibt es hier einen Preisunterschied? Oh ja. Der Herr Lindenfels braucht dringend Holzwaren. Problem ist nur, ich habe die Befürchtung, der ist eigentlich schon pleite. Und es würde auch sehr lange dauern aufgrund der Distanz. Deswegen bringe ich es doch lieber zum Händler. Zu dem hier. Dann verkaufen wir hier 50. Ne, mach mal 30. 1, 2, 3. Das sind dann 30 Stück. Kriegen wir 360 für. Ich möchte dafür aber Holz kaufen. 50. Wo das ein bisschen doof ist, ne? Eigentlich hätte der jetzt noch mehr kaufen können. Weil wenn er da gewesen ist, hat er wieder 30 Tonnen mehr. Aber gut. Laufen wir los, mein Lieber. Könnte ich auch manuell machen, ich weiß, aber komm. Butter bei die Fische. Bauen wir mal hier weiter aus, ne? Oh, der Vorschutzbalken ist weg. Ja, bin ja auch alleine am Bauen. Hey, Moment, aber warum? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Seid ihr jetzt zu sechst hier dran beschäftigt? Nö. Ach, hier auch noch, klar. Oh, schön, 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 schön. Was sehe ich denn da? Das ist ja das längliche Haus. Level 2. Oh, da bin ich jetzt gespannt, wenn das fertig ist. Die anderen zwei sahen nicht so aus, die wir ausgebaut haben. Die hatten eine andere Grundform. Da helfen wir jetzt mal eben hier aus. Gucken wir uns erstmal schön das Gebäude an. Und dann werden wir mal schauen bezüglich Kupfer zum Beispiel. Kupfer müssen wir auch noch nach oben bringen. Obwohl mir gleichzeitig einfällt, Mühle und Getreidefarmen sind immer noch nicht auf Maximum. Es sieht mir stark danach aus, dass wir vielleicht uns auch mal. Das ist eigentlich auch eine Idee. Wir könnten uns mal seit langem mal wieder was craften.
Wie mal so ein Schild und ein Schwert wäre auch sehr schön. Dazu bräuchten wir erstmal Eisen. Das könnten wir holen gehen, indem wir... Oh, schön. Guck mal, was der Micha hier designt hat. Und das gefällt mir. Darf ich hier einziehen? Hier ist ein kleiner Privatkerker. Für die Arbeiter, für die Sklaven, ne? Ah, ja, hat sogar mit Rost schon gearbeitet. Sehr schön. Ah, hier ist der Angestellteneingang, ne? Oh! Oh, oh! Mein lieber Micha, erstens ist hier eine Alpha-Wand und zweitens stehen die Betten mitten in der Säule. Also da müsstet ihr nochmal ran. Jetzt stehen ja hier auch Betten. Hä? Oh, ich habe überall Alpha-Wände. Moment mal. Ich glaube, ich bin zu nah dran gewesen, nachdem das Gebäude fertig wurde. So. Zack, 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 zack. Oh. Falsche Taste gedrückt. Wow. Nicht gegen die Tür rennen. Das kann wehtun. Ah, schön. Der ist schon fertig. Cool. Moment mal. Wo ist das Wasser hin? Oh, habt ihr einen trockenen Brunnen gebaut? Seid ihr des Wahnsinns? Oh. So. Neuer Versuch. Ah, nee, jetzt hat er noch mehr Alpha-Wände. Ah, wie ärgerlich. Ich wollte es mir gerne auch von oben angucken. Hm. Na, mal schauen. Vielleicht geht's ja, wenn wir den Spielstand neu geladen haben. So, jetzt müssten sie eigentlich noch mit dem anderen Brunnen beschäftigt sein. Ja, fertig sind sie mit dem anderen Brunnen, okay. Warum sind jetzt drei Leute wieder zur Verfügung? Wir haben da noch eine Baustelle. Oh, 12 Leute. Das sollte jetzt relativ fix gehen hier. Ich habe gerade geguckt, was für ein Gebäudemodell das wird, aber das wird dieses gelblich-orangene, was wir da hinten schon irgendwo zu stehen haben, ne? Wo die so schön ineinander gehen. Oh, jetzt habe ich den Fortschrittsbalken wieder weggemacht. Da ist er. Ist natürlich praktisch, dass ich jetzt die erstmal nicht zugewiesen habe. Das hat mich schon mal instant Bauarbeiter hier vor Ort gehabt, die hier eigentlich schon gewohnt haben. So, gleich ist durch. Aus? Aus? Aus! Aus! Geh mal weg. Oh, guck mal, der Händler kommt gerade zurück. Schön. Aber, die bauen immer noch dran. Pass mal auf, Leute. Ich werde jetzt hier mal speichern und neu laden. Also irgendwas passiert hier gerade überhaupt nicht. Vielleicht geht dann auch wenigstens das Nachbarhaus, dass wir es wieder begehen können. Und wir haben jetzt hier wahrscheinlich noch einen weiteren Bug gefunden. Bisschen laden. Zack, zack. Dauert jetzt ein kleines Weilchen. Ich werde jetzt auch den Timer anhalten für die Zeit. Wir wollen ja fair bleiben, ne? So, trinke ich nochmal ein Schlückchen. Bin gespannt, wie viele Einwohner wir diesmal schaffen. Das höchste, was ich mal hatte, war 260 oder war es 160? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das war noch auf der Moselkarte, das weiß ich aber noch. Jetzt geht es auf jeden Fall darum, dass wir die Getreideproduktion, also die Brotproduktion optimal bekommen. Und mit den dann noch verfügbaren Arbeitern die nächsten Waren ranbekommen. Problem wird aber dann wieder sein. Ach, guck mal, da ist es doch. Aber nicht ausgebaut. Ey! Die waren schon... Boah, Spiel! Okay, wir haben noch einen Bug gefunden. Pass auf, ich gehe mal ins Hauptmenü. Es scheint wirklich Probleme zu geben, wenn du im laufenden Spiel neu lädst. Also, in Zukunft lieber direkt rausgehen ins Hauptmenü und von dort aus neu laden. Ah, da kurz hatte ich nochmal Englische Übersetzung gehabt.
Aber er stellt es ja automatisch auf Deutsch um. Oh, Timer ist immer noch gestoppt, keine Sorge. Ich darf jetzt nur nicht zu viel Überlänge machen, weil ich habe noch ein bisschen was zu essen im Ofen. Nicht, dass es mir verbrennt, weil Kohle soll nicht schmecken, habe ich mir sagen lassen. Das ist so ein bisschen, naja, so schmeckt halt verbrannt und das ist halt bitter. So, gab es kurz einen Ruckler bei euch. Ne? Jetzt sag mir nicht, dass du dich aufgehangen hast. Nee? Tipps hat sich nochmal geändert. Achte auf die Symbole über den Betrieben. Sie zeigen an, wenn... Okay. Blöd. Och Mann, oh. Muss ich nochmal ausbauen. Also ich gewöhne es mir jetzt ab, liebe Leute. Innerhalb des laufenden Spiels neu zu laden. Ich werde jetzt in Zukunft immer auf dem Hauptmenü zurückwechseln. Dann werde ich vielleicht auch einen Schnitt machen, damit ihr halt nicht noch warten müsst, bis es weitergeht. In der Hoffnung, dass es dann alles besser funktioniert. So, was ich aber schon gesehen habe, ist der gute Herr Händler. Der kam doch hier mit seiner Kutsche lang. Da ist er auch, aber er hat gar nichts hinten drauf. Aber du bringst mir doch jetzt Holz, oder? Bitte. Obwohl die Kutsche eigentlich leer ist, ne? Immerhin. Was ist hier los? Was? Das kann nicht stimmen. Ging doch vorher auch. Moment. Ich vermute zu wissen, woran es liegt. Hier der Speicher. Der wird seine Zuweisung wieder verloren haben. Yep. Also Mühle, Getreide, Pfarr und Bäcker. Bitte. Danke. Das ist komischerweise auch noch ein bisschen buggy, obwohl das in der letzten Version gut funktioniert hatte. Ach, hier bin ich falsch. Entschuldigung. So, jetzt bin ich gespannt, ob es hier wieder drin ist. Nö, hier ist auch wieder rausgeflogen. Zuteilen. Zack. 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 Immer die zwei raus. Wir haben hier noch einen Speicher stehen. So. Sollst du dich bitte um Tischlerei und Töpferei kümmern? Das wieder raus. Machst du die Zuteilung hier? Das wieder raus. Danke. Nein! Oh, jetzt hat der. Ja, beim Rausklicken hat er die Getreidefarm wieder reingenommen. So. Bin jetzt noch nicht so drauf? Nee, gut. Geh mal den Baumodus. Was ist denn jetzt hier bitte mit der Getreidefarm los? Die hat doch eine Anbindung. Da ist doch eine Straße. Wie kommst du darauf, dass sie keine hätte? Tooltip lesen. Straßenverbindung zum Lagerwaren werden nicht abgeholt. Klicken, um Marktkarrenmenü zu öffnen. Oder? Mano! Was ist los? Versteh's nicht! Ich gehe jetzt erstmal hier nochmal die zwei Häuser ausbauen lassen. Hier, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier auch nochmal. Zum zweiten Mal. So. Tut mal Dinge, ich tu andere. Achso, warte mal. Hier, wo ist er denn? Hallo? Kumpel? Keule? Ich glaube, der läuft da drüben. Ja, da läuft er. Okay, Entschuldigung, hab dich verpasst. Komm mal her, hier.
Ein ansässiger Kaufmann hat mich gegen eine rechtliche Spende in die Kirchenkasse um die Dispens all seiner Sünden gebeten. Selbstverständlich steht euch ein anständiges Sümmchen der Spende zu. Sollen wir uns auf den Handel einlassen? Niemals! War das jetzt positiv oder negativ? Positiv! Uha! Junge, Junge! Falsche Richtung. Entschuldigung. Hier wollte ich lang. Aber was ist jetzt bitte mit der Getreidefarm los? Warum hat die jetzt auf einmal keine Anbindung? Vorher hat sie doch eine gehabt. Da war gerade noch Getreide drin. Das ist doch eine Fehlanzeige hier. Der hat eine Verbindung. Mann, da rennst du dich hier dumm und dämlich wegen sowas, ja? Also, wissen wir Bescheid, Leute, ist ein Anzeigefehler. So. Warum wollte ich jetzt hier hin? Ach komm, wir setzen schon mal das Wirtshaus. Vielleicht reicht das ja sogar schon. Mit den Einwohnern dann. Wenn ich das jetzt hier setzen würde, wäre das da hinten rechts nicht drin. Ich müsste es hier setzen. Ja, auch nicht. Ich sehe gerade, wir kriegen doch nicht alle rein. Oder? So könnte es funktionieren. Müsste ich jetzt aber die Straße noch weiter vorziehen. Setz mir die Straße mal hier. Da sind jetzt eigentlich alle von berührt. Muss bloß wieder grün bekommen. Ja, ich bin mir unsicher wegen dem da oben rechts. So nah wie möglich an die Kapelle ran. Ist eine knappe Geschichte. So. Das müsste zumindest theoretisch so funktionieren. Achso, ich habe noch diesen Baumodus drin. Nimm den wieder raus. So. Und wenn wir schon mal dabei sind, pflaster ich jetzt hier vorne nochmal alle zu. So, Wirtshaus wird gedengelt. Oder? Ach nee, Quatsch, wir müssen pennen gehen, ne? Ja, wir müssen pennen gehen. Gehen wir auch jetzt so. Gehen wir jetzt einfach lieber pennen. Wenn unsere Hilfsbauarbeiter pennen, dann können wir auch pennen. Wird das hier eigentlich wahrheitsgetreu angezeigt? Dass jetzt hier wirklich Getreide drin liegt oder ist das Deko? Ich weiß noch, beim Speicher hatten wir schon mal, wir hatten auf einmal Holz da und dann sind dann Baumstämme im Speicher aufgetaucht. Und wieder eine Flasche? Jawohl. So, wie wir unten links sehen können, fühlt sich der rote Balken jetzt wieder, weil wir uns halt erholen. Also sprich, wir brauchen noch nicht mehr zwangsläufig die Tränke. Aber cool wäre es natürlich, wenn man durchs Craften auch nochmal Erfahrungspunkte bekommt. Craften und Handel. Dann könnte man auch sogar noch zwei Skills hinzufügen. Einmal Feilschen und Crafting. Oder Herstellung, wie auch immer. Oh, Vögel zwitschern schon. Ich habe schon ja fast die ganze Nacht durchgearbeitet. Oh, gucken wir mal, sind die schon aufgestanden? Jo, dann stehen wir auch auf. Ha, erster! Oh, das war ein bisschen sehr schnell gerade. Entschuldig dafür. So. Was braucht ihr ansonsten noch? Ihr braucht ja dann noch Tuch und Werkzeug. Ja. Ich überlege nämlich, ob wir das vielleicht einmalig einkaufen. Und dann halt die Stufe 3 Häuser auszubauen. Das Sinn machen würde. Statt das jetzt schon herzustellen und dann noch mehr Bauplatz zu verwenden, könnte man mich sagen, ich kaufe jetzt die Ressourcen, die man dafür braucht, dass die aufsteigen können, dann lassen wir sie aufsteigen und werden dann die Bürger, die da rauskommen, dafür verwenden, die Produkte, die sie wirklich brauchen, herzustellen. Wenn ich jetzt mal einen Fortschrittsbalken hätte, das wäre schön.
meine, wenigstens ist die Hütte jetzt zu sehen, nicht so wie vorher. Ah, hier ist ein Fortschrittsbalken. Und fertig. Und sie ist zu sehen. Das ist aber die, die wir schon uns angeguckt haben, genau. So, dann haben wir hier noch die Möglichkeit. Ah, wieder Alpha-Wand. Auch fertig. So. Jetzt bauen sie allesamt am Wirtshaus. Ach, ich komme wieder nicht rein. Na gut. Okay, also das Gebäudemodell sieht von außen zumindest schon mal sehr schön aus. Von innen werden wir wahrscheinlich erst erfahren, wenn es gefixt wurde. So, rüber zum Wirtshaus. Oh, jetzt gehen wir mal Vollgas hier. Ah, Nahrungsverbrauch und Produktion sieht auch noch okay aus, aber ich sehe gerade, wir brauchen schon wieder Holz. Macht das vielleicht sogar noch mehr Sinn, wenn wir jetzt den Holzfäller ausbauen? Nee, eigentlich auch nicht, ne? Also, es würde doch schon, es würde Sinn ergeben, aber wir haben gar nicht die Arbeiter dafür, deswegen wird das nochmal gehandelt. Geh mal Keramik verkaufen. Nee, du verkaufst gar nichts, wir haben so viel Geld gerade. 300. 420. 480. So, 80 Holz. Ab geht er. Ja, Peter. Oh, ist schon fertig. Oh, schaut mal, hier hat sich auch vom Licht her was getan, ne? Ah, ein bisschen grell hier links, gerade der Blur. Ich muss mal den Blur unterschalten. Einstellungen. Grafik, nicht Blur, Blumen. Zurücksetzen. Zurück. So, jetzt ist es nicht mehr ganz so grell. Ah, ich sehe aber hier noch einen leichten Grafikfehler. Da ist noch The Green Element drin. Und noch keine Gäste. Na gut, aber hier ist ja auch noch einiges geplant. Moment, komme ich jetzt wieder nur rückwärts runter? Nee, auch vorwärts. Nee, auch noch nicht. Ich hänge wieder fest. Okay. Ah, ich muss meinen Kopf einziehen. Ah. Aber gut. Hier wird doch noch einiges getan. So, weiter geht's. 12 Leute haben wir zur Verfügung. Auf jeden Fall jetzt Getreide hochballern, dass da auf jeden Fall ausreichend Getreide produziert werden kann. Ja, hier sagt er wahrscheinlich, dass er keine Ressourcen hat. Genau, denke ich mal. Nehme ich mal an. Schließt beide Menüs bitte, danke. So, ich will mal noch was probieren hier. Frag mich nicht, woran das liegt. Ich habe keine Ahnung. Das muss ein Anzeigefehler sein, fertig aus. So, du produzierst 2 Tonnen. Das heißt, wir können dich 2 Tonnen zu 1 Tonne verarbeiten lassen und dich wiederum 1 Tonne zu 8 Tonnen Nahrung verarbeiten lassen. Wunderbar. Jetzt würde ich am liebsten noch den Händler nochmal losschicken. Aber nicht jedes, weil wir halt bloß einen haben. Aber da fällt mir ein. Das wäre auch mal eine Option. Das Rathaus vergrößern. Denn ich glaube, Level 2 oder Level 3 hat auch schon neue Gebäudemodelle erhalten. Hatte ich mit dem jetzt schon gequatscht? Ich weiß es nicht mehr. Finden wir ihn noch die Schnelle? Wenn, dann eher in die Richtung. Oh, da ist er noch. Nee, falsche Abbiegung, Entschuldigung. Da ist er. Na, mit dem haben wir schon geredet. Gut, alles in Ordnung. Kann man den Bund jetzt eigentlich nochmal ausbauen? Erstmal müssen wir... Nee, Stufe 2 ist wirklich das höchste der Gefühle. Ah, okay. Dann Kupfer. Kupfer ist jetzt das nächste Projekt. Gehen wir es endlich an. Zack. Kupfermine. Kupfer selbst hatten wir, ich glaube, hier oben rechts irgendwo. Nee, doch nicht. Unten rechts. Escape. Hier ist Eisen. War denn nochmal unser Kupfervorkommen hier? Wo ist es denn? Da ist es.
Brauchen wir gleich wieder einen Speicher dazu. Hm. Ja, zack, zack. Zack. Na? Gelände zu steil. Ach, das Problem kennen wir doch. So, müssen wir hier etappenweise durchziehen, die Straße, und dann geht das. Guck mal, einer schau. Oh, da habe ich eine Lücke gelassen. Oh, war ja. Apropos, Getreidefarm. Du kannst mich mal mit deiner angeblichen Nicht-Anbindung. Da ist eine. Wenn du nicht gucken kannst, bist du selber schuld. So. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt hier die Straße durch. Also das Gold haben wir, das ist kein Thema. So. Können wir nämlich hier noch einen Speicher hinstellen. Müssen wir natürlich erstmal noch zimmern. Ja? Ja, steht natürlich wieder schön krumm und schief. Und der Speicher soll eigentlich nur dazu da sein, am Anfang zumindest, hier Kupfer rauszuholen. Weil die Leute müssen natürlich jetzt erstmal hier immer schon durchlatschen jeden Morgen, um dann da überhaupt Kupfer abzubauen. Das wird sehr lange dauern, bis die da einen Rhythmus reinfinden. Ganz zur Not müssen wir hier nochmal ein, zwei Wohnhäuser hinsetzen, wenn wir das Holz dafür hätten. Einfach nur ein paar Wohnhäuser, damit die da arbeiten gehen. Nichts anderes. Da werde ich die direkt zuweisen und sagen, nee, ihr sollt komplett wirklich nur hier in der Kupfermine arbeiten. Ich gerade sehe, die ist Baustelle. Aha. Die muss händisch gebaut werden? Das ist mir neu. Moin, Leute. Altfit. Ach, was freut mich drauf, wenn da auch neue Modelle kommen. Ach, meine Ausdauer ist weg. Okay. Da. Nee. Doch? Nee, doch? Doch nicht? Doch? Doch. Doch, 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 doch. Wo ist denn die Baustelle für den Speicher hin? Hm. Was, schon wieder eine halbe Stunde rum? Junge, Junge, Junge. Komm, das machen wir noch zu Ende hier. Obwohl, warte mal. Können die danach wenigstens schon mal für mich den Speicher fertig bauen, weil ich sehe nur vor die Baustelle. Ach nee, das war ja eine Straße weiter. Alles gut, Robin, alles gut. So, schauen wir uns noch an, wie die Mine langsam fertig wird. Ich bin auch sehr gespannt, ob das jetzt mit dem Fix wirklich funktioniert hat, dass ich dann in der Eisenmine auch Eisen abbauen kann und nicht wieder Kupfer rausbekomme. Ja, andersrum, Kupfer war das, ne? Dass ich in der Kupfermine auf einmal Eisen rausbekommen habe, obwohl ich Kupfer brauchte. Na, warum geht das jetzt nicht hier? Wo wollen wir denn weiterbauen? Hier wollen wir weiterbauen? Okay, danke für die Ansage. So. Oh, schön schnell geht das mit dem Eisenhammer. Und dann werden wir uns so schnell wie möglich auch eine Spitzhacke herstellen, denke ich mal. Obwohl, brauchen wir die gar nicht. Nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das können wir dann hier machen lassen. Kopf einziehen. So. Oh, ist ein bisschen eng hier unten, ne? Muss man sich hier duckt hier rein bewegen. Achso, nur C habe ich jetzt gedrückt. Was haben wir hier? C ist wieder Militär. Okay. Steuerung geht nicht für ducken. So, hier mal Kupfer hier raus. Geht nicht. Hier. Okay. Hier. Obwohl, was mache ich hier? Dann schleppe ich die ganze Zeit immer mit mir rum. Ich kann es ja gar nicht verarbeiten. Wir bräuchten ja erstmal eine Werkzeugmacherei. Um die Geschichte überhaupt einzuschmelzen und alles, ne? Alles klar. So, dann. Ah, genau, da ist der Speicher. Gut. Ah, ich wollte eigentlich nicht so lange Überlänge machen, verdammt. Aber das muss jetzt sein. Wir müssen hier noch zuordnen. Also zuweisen. Sagt man, geht meine Nahrung flöten? Sehe ich das richtig? Klar, logisch, durch die neuen Häuser. Die füllen ja erstmal ihre Bestände auf, ihre Vorräte. Das ist soweit richtig. Nur mit dem Holz sieht schon wieder nicht so schön aus. Hm?
Komm schon. Komm schon. Gut. Dann wollen wir gleich mal zuweisen. Erteilen. Und. Da. So. So. War das auch erledigt? So, jetzt bin ich fertig. Ah, Alter Schwede. Ich kam gerade auf mich nicht raus. Ich weiß nicht warum. Es ging gerade nicht. So. Das mit dem Holz gefällt mir immer noch nicht. Ach komm, was soll's? Kauf ich halt Holz. Oder auch nicht. Stimmt, wir haben ihn ja schon mal losgeschickt. Er war gerade so, als wäre er schon längst zurück gewesen. 1, 2, 3, 4, 5. Mehr passen erstmal nicht rein. Wir brauchen noch mehr Arbeiter. So. Dann hilft alles nichts. Wir müssen weitere Häuser bauen. Aber die möchte ich hier bauen, habe ich gesagt, genau. Die wollte ich ja hier bauen. Schlichtweg einfach nur aus der Funktion heraus. Warum geht's nicht? Hallo? Häuser? Häuser! Ach, Marktplatz, deswegen. Klar, daran habe ich gar nicht gedacht. Okay. Liebe Leute, mir reicht's für heute. Ich hab Hunger wie Sau. Ich werde erstmal was essen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet doch gerne morgen wieder rein. Ciao. Nein, jetzt hat sich das Spiel aufgehangen. Ah, doch nicht. Gut. Okay. Ah, ja, okay. Jetzt aber wirklich. Ciao, Leute. Ich dachte gerade, das Spiel hängt sich auf, weil ich eine Tastenkombination gedrückt habe. Während des Speichervorgangs sollte man nicht machen, ne? Also gut, jetzt. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.